sprechen. Worüber sprechen wir? Die AfD legt, während der brutalste Hurrikan der letzten 100 Jahre tobt, einen Antrag vor. Wir sollen wieder mehr Kohle verbrennen und mit den Erneuerbaren aufhören. Ich finde es erstaunlich. Ich finde es erstaunlich, wenn ein Migrant etwas klaut, dann sind für die AfD auch Millionen rechtschaffene Leute derselben Herkunft allesamt Diebe. Aber in Naturkatastrophen sollte man bloß nicht zu viel reininterpretieren. Die AfD erzählt uns, sie und nur sie nimmt unsere Ängste ernst, aber die Angst vor dem Klimawandel, die wäre natürlich Quatsch. Spricht die AfD über Windkraft und Solarenergie, dann kann das alles nie funktionieren wegen Physik. Wenn uns Physiker aber sagen, CO2 in der Luft erwärmt unsere Atmosphäre, weil sie die Wärmestrahlung aufhält. Und warme Luft nimmt mehr Wasser auf als kalte, und das Wasser in der Luft muss auch wieder irgendwo hin. Also bekommen wir mit mehr CO2 immer brutalere Unwetter. Wenn Physiker das sagen, dann sind sie für die AfD plötzlich keine Physiker mehr, sondern woke Systemlinge. Mit dem Antrag heute fächelt die AfD zukünftigen Hurrikans Luft zu. Die Antwort der AfD auf die Überschwemmung im Ahrtal, an der Donau, an der Elbe scheint mehr Überschwemmung. Das ist das Zynischste, aber nicht das einzige Absurde an diesem Antrag. Die AfD beklagt, dass Energie teuer ist. Darum schlägt sie vor, dass wir mehr deutsche Braunkohle verbrennen. Das ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, mein Golf ist mir zu teuer, ich kaufe mir einen Porsche. Jetzt werden Kollegen von der FDP sagen, normal, aber alle anderen wissen, Porsche, Braunkohle teuer, Erneuerbare und Golf günstig. Sorry, nicht sorry, egal. Die AfD beklagt, dass wir keine erneuerbaren Energien mehr fördern sollen. Stattdessen will sie Atomkraftwerke. Greenpeace hat mal konservativ ausgerechnet, Deutschland hat die Atomindustrie seit 1950 ungefähr mit 250 Milliarden Euro gefördert. Die immensen Kosten für Endlager und vieles mehr sind da noch gar nicht mit drin. Auf den Punkt, Strom erzeugen wir mit Sonne und Wind deutlich günstiger als mit Braunkohle und Brennstäben. Die Vorschläge der AfD würden unsere Energie teurer machen für jeden, für jeden. Ebenfalls interessant, die AfD schreibt in ihrem Antrag, wir dürfen uns bei den Bauteilen von solaren Windkraftanlagen nicht vom Ausland abhängig machen. Die AfD schlägt aber auch den großen Einstieg in die Atomkraft vor. Ich frage Sie, Sie brauchen mich nicht zu fragen, ich nehme Sie nicht dran, aber ich frage Sie, kommen die Brennstäbe denn wieder aus dem Fichtelgebirge? Ich glaube, die Leute in Sachsen und Thüringen interessiert das, wo das herkommt. Kommt es wieder aus Russland? Und wenn wir dabei sind, wo stellen Sie die ganzen Atomkraftwerke hin? Sie kriegen ja schon bei einem Windkraftrad Schnappatmung. Wo kommen die Endlager hin? Sie müssen hier nicht nur irgendwas reindrücken, sondern Deutschland braucht Antworten. Natürlich steht in dem AfD-Antrag auch viel über eine sichere Energieversorgung durch Atomkraftwerke. Was in dem Antrag nicht steht, am 9. September musste das Atomkraftwerk Olkiluoto 2 in Finnland wegen eines Generatorsproblems spontan abgeschaltet werden. Die Reparatur läuft schleppend. Das Kraftwerk ist inzwischen wieder am Netz, aber nur mit reduzierter Leistung. In England läuft der Block 1 des Atomkraftwerks Hartlepool gerade auch nur mit stark gedrosselter Leistung. Das Kondensatorrohr leckt. In Belgien verzögert sich der Neustart des Atomkraftwerks Doel 4, das seit August aus ist. Es gibt Schäden an der Kuppel. In der Schweiz fällt Block 1 des Atomkraftwerks Beznau länger aus als gedacht. Probleme am Speisewasserbehälter. Und Frankreich hat im Sommer selbst Atomkraftwerke vom Netz genommen, die noch funktionieren, weil zu viel erneuerbarer Strom da war und der Atomstrom sich nicht gerechnet hat. Das sind nur Beispiele aus der letzten Zeit. Das scheint zu sein, was sich die AfD unter einer sicheren Stromversorgung vorstellt. Doch halt, die AfD hat noch mehr Ideen. Sie schreibt, es soll im deutschen Netz höchstens noch 10 Redispatch-Maßnahmen pro Jahr geben. Zur Erklärung, Redispatch heißt, wenn wir außer Plan Kraftwerke ans oder vom Netz nehmen, um die Stromnetze stabil zu halten. Redispatch ist teuer. Darum bauen wir gerade massiv Stromleitungen aus und bringen Windkrafträder in die Fläche, größere PV-Anlagen, Speicher und Wasserstoff, weil das hilft, auf Redispatch zu verzichten. Das Spannende ist, Sie können sich sicher sein, dass bei all diesen Projekten, Stromleitung, Windräder, PV-Anlagen,
Solaranlagen, Wasserstoff, immer auch eine Gruppe AfDler rumsteht, die das Projekt bekämpft. Eigene Ideen, Fehlanzeige. Wenn die AfD Redispatch-Maßnahmen auf 10 pro Jahr beschränken will, ohne eigenen Plan, kann es also sein, dass Stuttgart ab der 2. Januarwoche zukünftig öfter mal ohne Strom auskommen muss. Sensationeller Plan. Oder ohne Sarkasmus. Was die AfD will, würde unsere Energieversorgung dreckiger, unsicherer und viel, viel teurer machen. Was wir wollen, ist manchmal komplizierter. Auf den ersten Blick vielleicht umständlich. Und ja, es fallen Kosten an, die sich erst in einigen Jahren rechnen. Und nein, wir haben auch kein Angebot mit einer Welt ohne Hurricanes. Aber wenn uns Menschenleben, eine saubere Luft und günstige, sichere Energie für alle wichtig sind, lohnt es sich, den anstrengenden Weg zu gehen, der zum Ziel führt. Haben Sie, vielen Dank.